Bereich und nach mehreren Versuchen irgendwie an die Akademie zu kommen, die meistens gescheitert sind, habe ich es dann eben doch 2002 in der Bildhauerklasse beim Höpfner geschafft, angenommen zu werden. So, mein Steckenpferd. Also in erster Linie bin ich schon in der figürlichen Bildhauerei verwurzelt, würde ich sagen. Malen tue ich natürlich auch, gehört auch mit dazu, ist auch eine Leidenschaft von mir. Allerdings, wie gesagt, also Schwerpunkt ist auf jeden Fall Bildhauerei. In erster Linie beschäftige ich mich viel mit Beobachten von Menschen auf der Straße, Personen, U-Bahn, S-Bahn, Haltestellen, und ist sehr faszinierende Sache. Also beobachten tue ich im Allgemeinen sehr gerne. Und wenn es die Ratten auf der Straße sind oder die Spatzen auf den Dächern. Und das ist natürlich auch so ein gewisser Ausgangspunkt für meine Arbeiten. Während meines Studiums habe ich noch 2007, 2008 habe ich zwei Gastsemester in Krakau verbracht, Erasmus und Freemover. Da ist auch die Idee mit den Pappmaché-Figuren entstanden. Und zwar ist es eigentlich auch mehr aus einem Mangel, aus einer Art Not entstanden, weil ich da nicht entsprechend Werkzeug für Holzbearbeitung und so hatte. Und mir auch überlegt habe, dass es eigentlich ein Blödsinn ist, in Krakau zu sitzen und sich damit Holz abzukämpfen, wo man doch zu Hause eigentlich eingerichtet, Werkstatt und so, also bessere Möglichkeiten hat. Und habe ich eben überlegt, mit was für einem Material ich arbeiten kann, das speziell mit dieser Stadt oder mit dem Land zu tun hat. Und da bin ich dann eben auf die einfache Sache mit Pappmaché-Zeitungen gekommen. Polnische Zeitung, also gibt es in Polen, in Krakau, kriegt man in Hülle und Fülle das Altpapier. Und habe damit eigentlich angefangen zu modellieren, also genauso, also wie man modelliert, mit, ähnlich wie mit Ton, aufgebaut, zusammengeknüllt und auch wieder weggeschnitten, wenn es dann trocken war. Das ist immer so eine Mischung zwischen Modellieren und Schnitzen. Also so, dass ich 2010 war ich in Guatemala bei dem Betonsymposium, also mit Guatemalteken, so Austauschgeschichte war das. Jungs im Park angesprochen, also so die Schuhputzer, die immer unterwegs waren, und da ich keine geputzten Schuhe haben wollte, habe ich dann sie überredet, für dasselbe Geld, also was umgerechnet ungefähr ein Euro ist, mir eine halbe Stunde Modell zu sitzen, und konnte ich dann sozusagen Porträt zeichnen, also habe meine Modelle im Park gefunden. Und von dort habe ich natürlich auch entsprechend Fotos und Eindrücke mitgenommen. Meine Bilder normalerweise, wenn ich gezeichnet habe, also ich habe eigentlich immer Stadtansichten, Hausansichten, also wie jetzt Marientunnel, hier die Menschen leer waren, gezeichnet, weil die Menschen, die habe ich immer im dreidimensionalen Bereich gemacht.